Jetzt sind wir am Stand von Green Glam, dem Organic Beauty Tempel aus Augsburg, der für das Wochenende in Vertretung sozusagen persönlich mit der Chefin Nina Kraus im Haus der Kunst zu Gast war. Nina, wie war es für euch hier? Es war fantastisch, vor allem haben wir so viele nette, wunderbare Menschen kennengelernt, sei es das Publikum und auch die anderen Greenies hier, die Aussteller, und die ist wunderbar. Sehr schön, und du hast ja viele tolle Produkte. Was war jetzt so dein persönliches Messe-Highlight oder dein Bestseller? Oder? Alles war toll, aber was die meisten nicht so viel kennen, ist diese neue Linie oder die Linie aus Schweden mit so kleinen Töpfen für Lippen, Highlighter, Lidschatten und alles mögliche. The Beauty Archive, das kam super gut an, weil die so fliegend und so ist. Und dann ein zweiter Highlight vielleicht, wir durften eine neue Pflege launchen hier. Also da gab es vorher nicht, die heißt Viva Your Days für Babys und Kinder. Ganz eine süße Serie. So, das war ja toll. Ja, super. Also uns hat es sehr gefreut, dass ihr hier wart. Ihr habt einfach fantastische Produkte und jedem, der einmal eingetaucht ist, der wird wissen, Naturkosmetik ist einfach das Neue. Super cool. Absolut, und tut so gut und lässt dich einstrahlen auf mehrere Ebenen. Ja, und wir strahlen hier alle nach dem Wochenende. Danke. Danke.